Ein wunderschönes Hallo aus Graz. Ich zeige dir jetzt in diesem Video, wie es so in Graz Andritz ausschaut. Also begleite mich. Kennst du das auch, wenn du neu in einer Stadt bist und du kennst dich überhaupt nicht aus? Ich hoffe, ich finde wieder nach Hause, ohne Navigator. Ich finde Graz natürlich schon schöner. Mit Bergen rundum, also Hügeln, kenne ich ja überhaupt nicht aus in Graz. Dank meiner Nichte weiß ich ja, wie ich mittlerweile am Hauptbahnhof komme. Und ja, es ist wunderschön da. Ich glaube, es ist das Nonplusultra eingetroffen. Ich kenne mich nicht mehr aus. Ich versuche gerade am Andritz Hauptplatz wieder zurückzukommen. Aber ich habe mich verlaufen. Ich hoffe ja nur, ich finde den Weg zurück. Wichtig ist, dass ich am Andritzer Hauptplatz finde, weil dann finde ich auch wieder nach Hause.
haben es doch geschafft, wieder zurückzufinden. Nicht vergessen, sollte dir das Video gefallen haben, lass einen Daumen hoch da. Wenn man bedenkt, dass vor knapp einer Woche das noch alles unter Wasser gestanden ist, weil Hochwasser war in Graz, Andritz. Eines muss ich schon sagen, Graz ist eine wunderschöne Stadt und eine saubere Stadt. Hab's doch nach Hause geschafft, Gott sei Dank. Hab gerade gemerkt, dass das andere Mikro gar nicht funktioniert. Tut mir leid, wenn der Ton nicht so geklappt hat in dem Video. Jetzt ist einmal ein Kaffee fällig. Hab's doch nach Hause geschafft ohne Navigationsgerät. Mein Hund schläft schon, ist schon K.O. von der Tour durch Graz-Andritz. Graz ist wunderschön, also Andritz ist wunderschön, das ist ein Stadtteil von Graz. In den nächsten Tagen versuche ich mehr von Graz zu erkunden. Ich hoffe, meine Schwester bietet sich an als Fremdenführerin, so dass ich mir ein bisschen mehr auskenne in Graz. Und, wenn dir das Video gefallen hat, bitte lass einen Daumen hoch da. Und Abo nicht vergessen. Und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Video auch wieder mit dabei bist. Diesmal war es halt mal ein bisschen ein anderes Video, ohne Sport, ohne irgendwas. Hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Also, ciao, bis zum nächsten Mal.